Schau doch nur, wie schön die Chrysanthemen heuer blühen. Da hat die Frau Magister Baumann eine Freude. Auch der Herr Magister Baumann ist heut fröhlich und vergnügt. Er ruft: Was ist das für ein wunderschöner Tag heute? Und die Amseln pfeifen fröhlich auf dem Baum von der Frau Pilz. Und die Rasensprenger gießt fleißig die Wiesen. Das musst du dir genau anschauen, wie schön der Rasen ist. Das kommt vom Düngen, vom Vertikutieren und vom fleißig Gießen. Und die Linden sind zu grün, je schau, so grün sind die sonst nie. Der Herr Appeldauer pflegt seinen geliebten SUV. Und der Bostler grüßt und lacht, hier herrscht ein freundschaftlicher Ton. Jüder drüben spielen die Kinder und die Mütter kochen schon. Doch unter jeder Thujenhecke liegen Leichenteil verstecke. Hinter jedem Buchsbaumzaun schlagen Männer ihre Frauen. Und jeder Gartenzwergbesitzer, der zeigt nach dem fünften Spritzer. Jeder fragt euch seinen Steffen und will ihr aufs Dudel greifen. Ja, so war das immer schon. Und so bleibt's für alle Zeit. Sowas nennen wir bei uns Gemütlichkeit. Wie beim Seniorenclub. Das junge Mädel nebenan, das schaut ganz traurig und verwirrt. Ihr kleines Brocherl kann sie jetzt nicht mehr verstecken. Die blauen Augen voller Tränen und die Pulsadern bandagiert. Und wie ihr Vater nach ihr ruft, da speibt sie hinter die Hecken. Sag, was ist das für ein Lärm beim Ingenieur auf Nummer 10? Der ist ständig nur im Keller, niemand weiß, was der da treibt. Seine Frau und seine Tochter hat man lang nicht mehr gesehen. Sag, hast du gerade einen Schrei gehört? Nein, ich habe gar nichts bemerkt. Und der Pfarrer quält die Buben, mei, das war schon immer so. Die Frau Doktor taucht ein renitentes Kind mit Kopf ins Klo. Und der Nazi vis-à-vis, der putzt grad wieder sein Gewehr. Wenn der demnächst in der Zeitung steht, dann wundert uns das nicht sehr. Weil jeder Thujenhecke liegen Leichenteil verstecke. Hinter jedem Buchsbaumzaun schlagen Männer ihre Frauen. Ja, wo die Welt privat und klein ist, hat denn jeder sein Geheimnis. Doch wir mischen uns nicht ein, nein, wir wollen nicht neugierig sein. Weil es wollt schon immer so, und so bleibt doch für alle Zeit. Weil es ist halt die altbewährte, ordentliche, unbeschwerte, bürgerliche, ehrliche, gesunde, herrlich bequeme, keiner verbotene, angenehme, gute Ole. Hallo!
Dankeschön. Danke, sie ist so lieb von euch. Danke. Herzlichen Dank.